Obst und Käse harmonieren nicht nur wunderbar am Gaumen, sondern aus verschiedenen Obstsorten lassen sich auch tolle Dekorationen für Käseplatten schnitzen. Der Apfel ist nicht nur ein idealer Speisenbegleiter, sondern eignet sich auch ganz hervorragend für die Herstellung verschiedener Dekorationen. Wir wollen jetzt einen Fächerapfel aus diesem Apfel hier schnitzen. Dazu verwenden wir unser kleines Universalmesser und ein größeres Küchenmesser. Wichtig ist, dass der Apfel nicht zu klein ist und schön eine rote Farbe besitzt. Wir schneiden dann den Apfel unten kurz an, damit er besser stehen kann auf der Fläche. Wir können kurz einmal verkosten, ob der Apfel gut ist. Und beginne dann an der Oberseite den Apfel fächerartig einzuschneiden. Dabei ist der Winkel des Messers ganz wichtig. Wenn wir den Apfel zu steil einschneiden, sind wir sehr schnell im Kerngehäuse und können nur wenige Fächer schnitzen. Wenn wir aber zu flach schneiden, dann ist es optisch weniger ansprechend und daher ist es wichtig, dass wir mit ca. 45 Grad arbeiten. Wir beginnen und schneiden einmal ganz einen kleinen Fächer heraus, schieben das kurz nach hinten und starten mit dem nächsten Schnitt. Je gleichmäßiger wir diese Fächer schneiden, desto optisch besser schaut das Ganze natürlich aus. Und damit ist unser Fächerapfel schon fertig. Da der Apfel jetzt sehr schnell braun werden würde, ist es sehr wichtig, den Apfel zu behandeln. Entweder man verwendet eine Zitrone oder eine verdünnte Zitronensäure, die man sehr schön fein auf den Apfel aufsprühen kann. Und damit bleibt unser Apfel auch über Stunden schön frisch, ohne braun zu werden. Aufgrund des optisch sehr ansprechenden Fruchtfleisches eignen sich auch Kiwi sehr gut für Dekorationen. Dazu machen wir jetzt aus dieser Kiwi eine Kiwi-Krone. Die Enden werden abgeschnitten, damit die Kiwi einen guten Stand hat. Und dann stechen wir einfach mit diesem Schnitzwerkzeug die Krone heraus. Wichtig dabei, im rechten Winkel zur Längsachse der Kiwi einstechen. Und dann wiederholt man diesen Vorgang, bis man rund herum ist. Dann muss man die Kiwi nur mehr auseinandernehmen und hat damit zwei Kiwi-Kronen auf einmal geschnitzt. Neben Äpfeln können auch unsere heimischen Birnen ideal für Dekorationen verwendet werden. Und wir versuchen jetzt, aus dieser Birne einen Birnenigel zu kreieren. Dazu wird die Birne unten flach geschnitten. Der Stiel wird entfernt. Und dann wird die Birne geschält. Für die Augen verwenden wir wieder Gewürznelken, die wir hier positionieren. Und als Näschen könnten wir genauso gut eine Gewürznelke verwenden. Und dann nehmen wir gestiefelte Mandeln und stecken diese dann in unsere Birne hinein, bis die ganze Birne praktisch mit diesen Mandelstiften überzogen ist. So schaut unser Birnenigel dann aus, wenn er fertig mit den Mandelstiften belegt ist. Anstatt der Mandelstifte könnte man auch das Grün der Petersilie verwenden und man hat einen ganz anderen farblichen Aspekt.